Söderli, damit willkommen zurück hier bei DSP und ja, umgebaut ist es, angeschlossen werden muss es noch. So, dann klau mal hier die ganze Energie, mein Freund, ne? Achso, jetzt ist eh Nacht. Keine Energie zum Klauen da. Nicht witzig. So, und... Warum? Warum willst du... Sollst natürlich so... Okay, Titan, Titan bieten, bla bla bla. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Dann kriegst du hier mal die lachhaften 5. Der Planet, der am nächsten ist, ne? Der kriegt das meiste. Unfassbar. Also an Drohnen, ne? Der Planet, der am weitesten weg ist, der kann sich hier mit dem Gedöns da rumärgern. Haben wir noch eine Kiste, noch eine große? Ja, danke. Dann schmeißt da mal den ganzen Kladderadatsch gerade rein. Das Titan nehme ich mal mit. Dankeschön. So, dann haben wir hier den Turm auch relativ fix voll, ohne große Mühe. Jetzt, Atle, müssen wir hier rüber. Da machen wir natürlich wieder die Brücke drüber, das ist ja ganz klar. Sieht das immer so schlecht? Hier. Dann hier gleich noch die zweite rüber. Okay, so nach unten. Da. Übles Spiel. Nicht mit mir. Wieder Fall. Oh ja. Hier hin. Und hier hin. So. Der Rest sollte ja jetzt klar. Also da habe ich die Stromversorgung nach hinten gekillt. Das ist suboptimal. Wir dürften wahrscheinlich eh viel zu wenig Strom haben, aber ja, Hauptsache wir kriegen mal ein bisschen Titan darunter. Sus. Ja, der frisst halt alles, ne? Okay, jetzt kann er füllen, die Waffles sind on the fly. Passt. Dann hier runter. Jetzt hoffe ich nur natürlich nur, ich komme. Ja, passt. Nicht, dass es vom Abstand her nicht langen würde. Nochmal würde ich es jetzt nicht umbauen. So, wie gesagt, wenn man jetzt hier auch nochmal so ein Roboport, will ich hier immer wieder sagen, aber es ist natürlich kein Roboport, sondern diese planetare Logistiksystem. Ich nenne es Roboport. Ist einfacher. Und dann einfach sag, hier Titan anfordern, hier Titan abholen und mach dann hinten ran weitere Produktionen, wo ich dann eben den ganzen Kladderadatsch da anfordere, kann man das Ganze natürlich wirklich alles sehr, sehr einfach haben. Ohne irgendwelchen Weltchaos. Mein Gott, wie langweilig. Jo, dann gib mal Gummi. Halt, da müssen wir hin. Das ist unser... Habe ich jetzt Zitat? Ja, gut, okay. Ja, schmelz mal bei uns. Was soll's. Wenn ich dran denke. Und dran denken, ich kann hier nicht rollen. Ne? Also diese Fassrolle machen. Schmeiß mal da rein. Hatten wir es nicht letztens, dass ich irgendwo eine Krimskrams-Kiste mal haben hätte wollen? Wie viel Kupfer? Zu viel? Warte mal, irgendwo hab... Achso, aber das ist voll. Passt. Magnete, Eisen... Kann man mal mitnehmen. Das heißt, das da hier kann auch endlich weg. Sehr schön. Gut. Ja. Puh. Ach, da kommen sie. Sehr schön. Geradeaus rein und wieder raus. Und der nächste. Seht ihr, die hätte ich jetzt beim Fliegen mal abfangen können. So. Titan kommt dann. Sehr gut. Ja, dann geht's hier mal voran hier. Sehr schön. Dann
können wir ja mal gerade schauen, wie viele von denen haben wir jetzt. Oha, der macht 100 pro. Haben wir sie in arg viel? Na gut. Wir können es gebrauchen. Jetzt brauchen wir definitiv aber hier nochmal einen ganz normalen Roboport. Ach, den kann ich sogar bauen. Das ist doch schön. Weil jetzt müssen wir ja mal Titan hier anfordern. Ne? Ja, die sind voll, voll, voll. Ja. Okay. Nee, das passt. Dann haben wir hier extra einen wegen Titan. Da könnte ich den Überschuss an Leichtöl reinpacken. Das ist also eine gute Idee. Das ist... Na ja, gut, wir werden es ja sehen, wenn die Forschung dann permanent läuft, ne? So, bist du fertig? Eieiei, das dauert ja ewig. Gut, ich hätte mir mal die Ingredienzien holen können, anstelle hier da den ganzen Kladderadatsch jetzt bauen zu lassen. Gut. So, das heißt... Wir könnten rein theoretisch... wo sind wir denn? Da sind wir. Achso, da bin ich ja eh. Halt. Lass mich mal... Könnten wir mal den ganzen Part dazu pflastern und dann dort anfangen. Das, was ich hier mache, dort zu machen, ne? Weil ich sehe ja gerade, da unten ist ja schon unsere Energie herb und dann kommen wir da ja eh nicht mehr wirklich weiter. Würde Sinn machen. Und dann dort unten richtig ordentlich aufbauen, da drüben. Ach, den ganzen Schmutz wollte ich ja noch wegschmeißen. Ha. Bei den Generatoren. Genau, dann fangen wir aber jetzt dann auch zeitnah mal mit der Flüssigkeitsbehandlung an. Respektive schmeißen dann gleich mal die Forschung an, sobald wir unser... Also... Da drückt man halt einmal zu oft die Blade-Taste da, ne? Das dauert immer noch Ewigkeiten. Dann war das jetzt hier natürlich alles schildilackenmäßig, aber egal. Ich sag's ja. Das wird irgendwie mein neues Lieblingswort. Keine Ahnung warum. Landen! Maestro! So. Zumindest schon mal die Vorbereitungen hier treffen, bis wir da soweit sind. Das können wir hier zumachen. Das Schöne ist ja, die Wasserkraftwerke funktionieren dann trotzdem immer noch. Ganz genau. So. Und so, dann können wir nämlich das Provisorium dort vorne abreißen. Ja, es war nie als Provisorium gedacht. Eigentlich hatte ich gehofft, es langt irgendwie platztechnisch, aber ich und meine Hoffnungen, Wünsche und Träume, das geht ja irgendwie gerade nicht so auf, ne? Schmeißen wir die Karte mal weg, dann bauen wir hier die Energie neu. Oh, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Es ist mir nämlich den ganzen Tag schon irgendwie durch den Kopf gegangen. Sag mal, wir werden immer noch rote... Ist das Lager noch nicht voll? Wahnsinn. Blaue sind voll, natürlich, Logo. Und gelbe sind auch jede Menge da. Da machen wir zu wenig... Warum eigentlich?
Es kommt viel zu wenig Öl an. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass da so ein bisschen Hydrogen übrig bleibt, dass ich hier meine schönen Energiepakete mal machen kann. Apropos Energie, ne? 1, 2, 3, 4. Bleibt ja mal Wunschdenken, ne? Shit. Also sind doch jetzt hier die zwei. Sind nur die zwei angeschlossen. Das ist blöd. Haben wir noch eine Vane irgendwo in der Nähe? Da, tatsächlich. Haben wir noch ein Ölgebäude da? Perfekt. Du könntest aber auch wieder blöd stehen, ne? Ja. Kriegen wir hin. Also. Oh, zu wenig davon. Na, zumindest das Gebäude ist fast fertig. So. Dann. Out of luck. Ja, komm. Dann machen wir das Band. Davon sollte ich hier genügend da haben. Wo müssen wir hin? Da unten irgendwo. Dann parke ich dich gerade mal da. So. Warte mal, du hast keine Verbindung zu dem darauf. Ne? Da war ich ein bisschen zu voreilig. Oder zu übermütig. Sagen wir es mal so. Hierhin. Dann schauen wir mal. Wir müssten mit dem Band, das geht, einfach hier drüber. Hier auf hier. Und das hat sogar gepasst. Sehr schön. So. Das hat keiner gesehen. Hierhin, hierhin. Jetzt gib mir mal hier die Drohnen-Upgrades. Schön. Kann ich gar nicht machen. Das ist blöd. Energie, okay. Drive, ja. Ich glaube, hier haben wir dann schon alles, hä? Ja. Die dürften auf alle Fälle mal schneller fliegen. Dagegen hätte ich sogar rein gar nichts einzuwenden. So. Dann machen wir hier mal das Band schneller. Ja, jetzt kommt dann wieder der Moment, wo es sich aufdrieselt. Aber ich glaube, wir werden ein volles Band brauchen, um hier mal den Energiehunger meiner Maschine dann zu stillen. Dann beschleunigen wir dich. Macht das ja gar keinen Sinn hier in der Kreuzung. Ist langsam, ne? Ja, MK1er. So. Hier schneller, hier schneller, hier schneller und hier schneller. Weil die wichtigsten Sachen haben wir ja da drüben. Das langt ja vorerst. Dann können wir da anfangen mit den Gebäuden. Und dann am Schluss eben hier den ganzen Kladderadatsch rüberziehen lassen. Das ist ein Plan. So, kriegst du schnell genug rein? Du kriegst das locker schnell genug rein. Du brauchst ja auch nur zwei. Gut. Das heißt, jetzt müssen wir auf alle Fälle hier mal das Leichtöl wegarbeiten. Kriegen wir ja locker hin, indem wir jetzt dann hier unser Titan-Hub aufbauen. Mal raus. Ähm,
Stufe 1, ja, hätte auch gelangt. Nee, gib hier. So, dann 10 Stück. Achso, ich habe kein Ding mitgenommen. Ha! Kann ich mir jetzt auch so 10 einfach da rausnehmen? Das haben wir noch nie ausprobiert. Yes! Funktioniert ja einfacher als gedacht. Okidoki. Dann bitte hier hin. Und anfragen. Ja, aber auch nicht so viel. Da würde ich aber auf 1000 gehen bei der Forschung. Bei der Forschung auf 1000, das ist ganz in Ordnung. Okay. Na und sobald dann das läuft, sehen wir ja, was Phase ist, ne? Aber ich sehe schon das nächste Problem, oder? Das bilde ich mir nur ein. Machen wir trotzdem mal schneller. Er hat lang genug Zeit, die hier rauszuholen. Das ist nicht das Problem. Ich kann mir nur hier kein Hydrogen abzwacken. Das ist das Problem dabei. Ich brauche mehr Hydrogen. Bin ich doch vielleicht drauf angewiesen. Wir haben ja diese zweite Forschung, ne? Die hier. Wo wir aus Hydrogen und Leichtöl Hydrogen und Graphit rauskriegen. Aber ich würde es, nee, ich würde es einfach so weiter versuchen. Später kriegen wir ja dann so oder so wesentlich leichter nochmal Hydrogen dazu, glaube ich. Ich habe zumindest eine entsprechende Technologie ja da mal gesehen. Und zwar sind wir davon, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt, ne? Nö, der hier. Nee, das ist schon was anderes. Das ist Deuterium. Oh, da brauchen wir 10 Hydrogen, um 5 Deuterium rauszukriegen. Yes, Baby! Aber nicht irgendwo. Ah, warte mal, das war da oben, ne? Nee, das war schon wieder was. Da, hier. Gasgigant Exploration. Das ist oben von einem Gasgiganten irgendwas runterzuholen. Dazu bräuchten wir erstmal das da. Das war die interstellare Power Transmission. Ja gut, das nutzt. Nee, das ist. Was ist das? Aha. Aha. Okay. Um leere Akkumulatoren wieder voll zu machen. Warte mal, ich muss Akkumulatoren erst in der Fabrik wieder füllen? Seriously? Ach, du grüne Neune. Ja, mit denen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich habe gedacht, die baue ich einfach auf und gut ist, ne? Genau, das war hier für den Dyson Swarm. Das ist ebenfalls für den Dyson Swarm. Das wäre nochmal bessere Energie. Dazu bräuchten wir Deuterium, teure Motoren und Alloy. Ja, klar, logisch. Was ist das da? Noch mehr Hydro. Ach du grüne Neune, es wird Zeit, dass ich die Flüssigkeitsbehandlung mache. Das andere kenne ich gar nicht. Das hier ist das Deuterium-Gedönse. Scheiße, Maria Josef. Und dann haben wir hier. Satellite Power Center. Ah, das sind dann so ganz große. Cool. Die sehen teuer aus. Also Strommasten, die fliegen. Okidoki. Gibt es noch irgendwelche gescheiten Upgrades? Das ist. Das war hier in der Nähe. Das da ist dann mit 6 Lichtjahren Entfernung. Unlocks Energy. Okay, dann machen wir hier mal Movement Speed. Movement Speed.
die Inventory-Kapazität, noch mehr Inventory. Noch mehr Inventor. Ach, du grüne Neune. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Energie für uns und Mecha-Core 4. So, jetzt brauche ich es denn da? Mecha-Core Level. Ich brauche für Mecha-Core Level. Achso, warte mal, das sind Energy-Dinger da oben hier. Ja, okay. Aber auch lustig. Es kostet weniger an Science Packet, also Technologie. Okay. Whatever. Drohne hätte ich ja gerne. Ah, schneller fliegen. Oh, Warp. Heißt das jetzt, ich kann schon... Na, ja, dann brauche ich aber auch den Vierer-Level. Okay, das dauert noch ein bisschen. Solar machen wir dann später. Das hier holen wir noch ein Ding rein. Quarry Full. Okay, dann arbeitet das mal ab. Jetzt war ich... Ja, klar. Da gehe ich in die Richtung und so rum. Ja, passt. Jetzt war ich total... So, jetzt holen wir nochmal hier das da. Okay, da verbrauche ich gerade den ganzen Stahl. Das ist natürlich nicht so gut. Und dann schauen wir mal, das war die Gebäude automatisieren. Das wäre mir sehr recht. Oh, wir haben nicht kein Solarpalm mehr. Das ist natürlich Solarpalm. Soulpile. Dann müssen wir halt erstmal hier so Zeug abgrasen. Irgendwo noch ein Berg. Und jetzt habe ich keine Foundations mehr. Nein, dann ist natürlich rentiert. Sehr gut. Okay. Will ich die da hier mal automatisieren? Das wäre natürlich auch nicht so verkehrt, ne? Wir fangen jetzt erstmal mit den Gebäuden an. Stahl. Wenn man sich in der eigenen Base nicht mehr auskennt, hat man ein Problem. 2, 3. Halt, warte mal. Hier verbraten wir doch das Öl. Das bringt mich nämlich sehr weit. Nicht wirklich, aber der Gedanke ist da. Dann haben wir gebraucht Titan. Titan haben wir hier. Also es wird mir nur kein Ausgang angezeigt, deswegen wird es mir da nicht angezeigt. Ja, das macht natürlich Sinn. So, sehr schön. Wir laufen einen Meter die Sekunde schneller. Hierfür haben wir gebraucht Motoren. Gut. Wir hätten eigentlich alles da, um die Dinger... Achso, halt, stopp, 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 stopp. Wir werden erstmal die Dinger... dazu bräuchte ich aber erstmal das Graphit. Kacke. Oder ich warte, bis ich diese anderen Steine da hab, ne? Wahrscheinlich werden die voll ätzend sein zum Abbauen. Oder brauchen eine Ewigkeit, bis sie da sind. Ich habe wieder vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte hier Motoren mitnehmen. So, gib mir mal 200. Dann können wir uns da hoffentlich jetzt ein paar von denen hier leisten. 3 Stück ist doch okay. Na, solange da nur... Schon lustig, also was heißt schon lustig, ist halt sehr interessant immer, ne? Je weniger ich dann halt hier in die Produktionskette habe, dann sind die Dinger ja auch relativ fix gebaut. Ja, ist jetzt die Frage, womit fange ich an? Achso, ich wollte eine von... Ich weiß, was ich ursprünglich mit der Foundation vorhatte. Das Eisenfeld da drüben killen. Hier... Schwupps. So.
Und dann hier anfangen. Nee, jetzt warte ich, bis die fertig sind. Ich würde schon gerne die Gebäude da anfangen mal zu setzen. Stahl, Stein, Glas, Chipsets. Eisen, Zahnräder, Chipsets, Eisen, Graphit. Ich brauche halt von jedem irgendwie was anderes. Mi. Haben wir überhaupt noch? Woran liegt's an Fundamenten? Stonebricks. Meinte ich Glas. Ich überlege noch, was ich machen soll. Dudai. Ich denke. Hot oder top, ne? Eins von beiden. Wir brauchen so oder so jetzt noch ein paar Sampler. Und dann fangen wir da drüben an. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Gebäudeautomatisierung und dann machen wir die Flüssigkeitsbehandlung. Boom. Achso, halt, stopp. Das ist ja nur der Zwischenspeicher dafür. Den Zwischenspeicher, der hier ist da für die Forschung. Genau. Das passt eigentlich ganz gut. Wenn wir da voller oder leerer? Mehr. Ja, dann wäre es natürlich schwachsinnig oder tödlich, wenn ich jetzt hier das Leichtöl natürlich verwenden würde, um mehr Hydrogen herzustellen. Aber genau das ist mir eigentlich in meiner Singleplayer-Welt ja passiert. Dass ich mehr Leichtöl verbraten habe, wie eben produziert oder als produziert. Und mir dann natürlich hier der Plastik dann abgeschmiert ist. Beziehungsweise hier diese Bionic Crystals. Das kostet halt also viel Zeug. Das ist halt das Fiese da dran. Okay, so. Hier lassen wir uns dann aber definitiv sehr viel Platz. Die Dinge sind... Ah doch, das ist fertig. Okay. Dann würde ich allerdings sagen, ist das ein Projekt fürs nächste Mal. Dann... Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ja, bis demnächst. Tschüss.